Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute soll es wieder um eBay gehen, und zwar schauen wir uns an, wie wir mehr Umsatzwachstum erreichen können mit verschiedenen Marketing-Tools. Dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht. Heute soll es darum gehen, wie wir Preisvorschläge an potenzielle Käufer senden können. eBay sagt hier, dass man hier sein Umsatzwachstum um bis zu 30% steigern kann. Das Ganze schauen wir uns an, wie das funktioniert und wie du die potenziellen Käufer damit ansprechen kannst. Das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Bleib bis zum Schluss dran. So Freunde, wie angesprochen, soll es heute um die Preisvorschläge senden gehen, wie wir potenzielle Kunden ansprechen können, denen einen Preisvorschlag schicken können und diese im besten Fall diesen akzeptieren und wir einen Artikel verkaufen. So verspricht eBay und sagt, dass wir hiermit bis zu 30% mehr Umsatzwachstum erreichen können. Das zeigen die Statistiken und das Ganze schauen wir uns heute an. Ich befinde mich schon auf meinem Verkäufer Cockpit Pro und möchte euch hier zeigen, wie ihr daran geht. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Motivation und vieles mehr, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für euch und für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wie immer, alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne nachlesen und euch informieren selbst, falls ich hier was nicht anspreche. Ansonsten nutzt gerne die Kommentarfunktion, fragt, was ihr wissen möchtet, und ich werde so schnell wie möglich, wenn ich beantworten kann, darauf eingehen und euch die Frage beantworten. So, ich bin wie gesagt hier in meinem Verkäufer Cockpit Pro und bin hier auf Angebote gegangen. Das ist wichtig, da geht ihr dann auf Angebote und hier haben wir die Möglichkeit, Preisvorschläge an Kunden senden. Ich sitze hier davor ein bisschen. Preisvorschläge senden möglich. Das ist ganz wichtig. Diesen Schnellfilter müsstet ihr bei euch haben. Falls ihr den nicht habt, dann könnt ihr leider keine Preisangebote schicken bzw. versenden, weil noch keine Käufer bei euch euer Produkt, euren Artikel abonniert haben bzw. bei eBay heißt es ja beobachtet haben, auf die Beobachtungsliste gesetzt haben. Oder es spielt natürlich auch oft die Rolle, ob das Produkt vielleicht bei dem Käufer im Warenkorb liegt. Also diese zwei Optionen gibt es. Ich meine, es zählt auch noch, wenn ein Kunde ein Produkt oftmals angeklickt hat und quasi diese Unentschiedenheit da ist. Das begreift der Algorithmus von eBay auch und wird dann auch den Käufer in potenziellen Käufer einstufen für das Produkt, für den Artikel. So, genug geredet. Ihr müsst also, wie gesagt, hier auf die Schaltfläche drücken. In den meisten Fällen wird es bei jedem sein. Bei mir sind es tatsächlich 299 Artikel, für die ich Preisangebote versenden kann. Und dann könnt ihr schon eure Produkte hier an diverse Interessenten verschicken. Wie schon gesagt, verschickt wird das Preisangebot an alle Beobachter oder die das Produkt beispielsweise im Warenkorb haben. Deswegen ist es wichtig, dass ihr dementsprechend Preisangebote nur an die Produkte und an die Angebote verschickt, wo ganz viele Abonnenten bzw. Beobachter da sind. Und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze euch einfach mal anzuschauen, wie viele Abonnenten welches Produkt hat. Und ich würde das hier einmal so sortieren, dass ihr die höchsten Beobachter ganz oben habt und die niedrigsten ganz unten. Und dann dementsprechend schaut, wie viele ihr denn habt. Also ich habe hier tatsächlich ganz viele Produkte, die tatsächlich sehr, sehr viele Beobachter haben und an die ich das verschicken kann. So, wie machen wir das Ganze nun? Ihr könnt hier die einzelnen Produkte anklicken, wo ihr einen Preisvorschlag versenden möchtet an den Käufer. Oder ihr könnt direkt sagen, ich mache direkt alles. Ja, dann müsst ihr natürlich individuell jedes Produkt und jedes Angebot beurteilen, weil die Preise ja verschieden sein können. Dementsprechend werdet ihr da einiges zu tun haben. Zum Ausprobieren könnt ihr mal ein Angebot nehmen. Ihr klickt hier drauf oder ihr klickt direkt hier auf Preisvorschläge senden.
So, dann öffnet sich dieses Fenster, wo ihr dementsprechend dann einen Preisvorschlag versenden könnt. Ihr könnt einen Preisvorschlag direkt preislich versenden, das heißt, ihr legt hier einen Preis fest, oder ihr könnt das Ganze prozentual machen. Ihr seht es schon, bei prozentual ist es wichtig, dass man mindestens 5% Rabatt gewährt für dieses Produkt. Ja? Also 1% geht nicht, weil dann macht es keinen Sinn. Mindestens 5% in den meisten Fällen würde ich sogar mehr geben. Also wenn ihr da beispielsweise einen recht hohen Preis habt und eine große Gewinnspanne drin ist, dann könnt ihr natürlich auch 10, 20, aber das ist euch überlassen, wie viel Prozent ihr gebt. Preisvorschläge könnt ihr machen, muss mindestens 1 € sein. Ja, ist verständlich, weniger sollten es nicht sein. Aber hier ist natürlich auch abhängig von dem Produktpreis. So, jetzt zum Beispiel, mein Produkt kostet hier 13,90 € und ich sage, ich möchte es für 9,90 € anbieten. So, und da seht ihr es direkt, 9,90 € ist der aktuelle Preis, der dann an die potenziellen Käufer versendet wird. So, worauf ihr unbedingt achten müsst, ist, dass nur 30 potenzielle Käufer diesen Preisvorschlag erhalten werden. Das heißt, aus euren Beobachtern, wenn ihr dieses Produkt hat, zum Beispiel jetzt über 200 Beobachter, werden aber nur 30 Beobachter und potenzielle Käufer mit diesem Preisvorschlag angesprochen. So, jetzt sagt ihr aber, ich möchte alle ansprechen. Dann habt ihr die Option, dass ihr hier unten Preisvorschläge automatisch sendet. Dann werden nämlich alle potenziellen Käufer einen Preisvorschlag erhalten in 48-Stunden-Takt. Das heißt, eBay versendet automatisch für euch euren Preisvorschlag an alle potenziellen Käufer in 48-Stunden-Takt. Die ersten 30 bekommen ein Preisangebot, die nächsten nach 48 Stunden, die nächsten 30 und so weiter, bis alle potenziellen Käufer einen Preisvorschlag erhalten haben oder eventuell das Produkt vorher schon ausverkauft ist. Ja, hier spielt natürlich ganz groß die Rolle, wie viel habt ihr davon auf Lager und verfügbar. Sobald alle Preise bzw. alle Artikel verkauft sind, dann ist dieses auch beendet und ihr müsst keine weiteren Angebote machen und so weiter. So, ihr könnt auch eine kleine Nachricht an den Käufer versenden. Hier gibt eBay schon was vor, ihre Chance, diesen Artikel zu einem tollen Preis zu kaufen. Ihr könnt selber was individuell gestalten. Ihr müsst nur verstehen, wenn ihr ein Preisangebot schickt, dieser Käufer hat schon Interesse an diesem Produkt. Ja? Und ihr müsst da jetzt kein großartiges Verkaufsnachricht schreiben. Nein, der Käufer hat schon Interesse und es reicht ihm auch ein kleiner Text, den er vielleicht überhaupt auch nicht beachten wird. Des Weiteren habt ihr hier die Möglichkeit, eine Gegenvorschlagoption einzuschalten. Das heißt, wenn ihr jetzt die 9,90 € versendet als Preisvorschlag, kann der Kunde sagen, du, ich möchte aber noch 1 € billiger das Ganze haben. Wenn ihr das Ganze aktiviert, dann müsst ihr damit rechnen, dass viele auch einen Gegenpreisvorschlag euch senden werden. In meinem Fall möchte ich das nicht machen. So, und jetzt ist die Sache ganz, ganz wichtig, ist natürlich auch, wann macht ihr das Ganze? Ich würde das jetzt nicht einfach spontan jetzt machen, wo ihr gerade das Video seht, sondern überlegt euch mal, wo werden Preisvorschläge, weil wenn ihr diesen Preisvorschlag versendet, dann wird automatisch dieser Preisvorschlag versendet. Jetzt ist aber so, dass Kunden, wenn die beispielsweise jetzt auf der Arbeit sind oder unterwegs sind, macht es am besten, sucht euch Zeiten aus, wo das am besten ist. Und erfahrungsgemäß ist es so, was auch eBay selbst sagt, dass es mitten in der Woche gut sein soll und am Wochenende. Das heißt, an einem Sonntagabend, wo viele zu Hause auf dem Sofa liegen oder schon vielleicht im Bett, viele hängen ja an ihren Handys noch vorm Schlafen gehen, auf einmal ploppt da eine Nachricht auf, sie bekommen diesen Artikel günstiger. Da ist der Käufer natürlich super vorbereitet dafür und super entspannt und zu sagen, ja, geil, das ist doch vorm Schlafen gehen gerade noch eine super Nachricht, kaufe ich direkt. Das ist nur so ein kleiner Spaß am Rande, aber ihr müsst verstehen, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ihr müsst an die Zeiten denken, wo ihr selber recht entspannt seid und dementsprechend gerne auch kaufen würdet. Wenn ihr das Ganze, ja, den Käufer früh morgens damit konfrontiert, ja, dann sieht er diese Nachricht und klickt die direkt weg.
dann ist schon vorbei. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr da euch Gedanken macht, wann ihr diesen Preisvorschlag sendet. Wenn ihr das Ganze automatisch durch eBay macht, ja, dann könnt ihr das Ganze natürlich nicht steuern, sondern das macht eBay, und eBay ist da schon, weil die diese Statistik haben und die Erfahrung, verschicken die auch dementsprechend das Ganze an den bestimmten Zeiten, wo es wirklich relevant ist für die Käufer. So, wir klicken mal hier eben drauf und hier können wir noch ein paar Nachrichten lesen. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, so dass ihr euch hier nochmal informieren könnt. So, und hier, wir können das hier nochmal sehen, 30 potenzielle Käufer erhalten das in 48-Stunden-Takt, wenn ihr das Ganze automatisch macht. Und noch ganz weit oben müsst ihr darauf achten, dass ihr, wie gesagt, mindestens, wenn ein Artikel unter 200 Euro Verkaufspreis ist, dann müsst ihr mindestens 5% gewähren. Ab 200 Euro bis 1000 Euro könnt ihr 3% gewähren an Rabatt. Und ab 1000 Euro, was in den wenigsten Fällen der Fall sein wird, könnt ihr mit 2% das Ganze machen. So viel dazu. Und dann könnt ihr natürlich das jetzt versenden, was ich jetzt nicht mache, weil ich das nur zu Vorführungszwecken das Ganze mache. Und dann gespannt sein, wie eure Verkäufe angekurbelt werden. Ja, so viel zu diesem Thema Preisvorschläge senden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und freue mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch dafür gibst. Falls du noch Fragen hast oder berichten möchtest, wie deine Erfahrung mit Preisvorschlägen senden war, dann schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie es bei dir geklappt hat und ob deine Verkäufe tatsächlich mehr geworden sind durch diese Möglichkeit. Würde ich mich sehr gerne freuen. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg weiterhin beim Verkaufen und alles Gute. Ciao.